Dabei wird die Entscheidung bei dem Flexible ebenfalls getroffen. Für mich natürlich ja auch zu berücksichtigen, ein gewisser Altersunterschied, auch wenn wir bei den Altpolen sind. Ich habe mich dann entschieden, auf 1b zu stellen, den ältesten Bullen, bekannter Nummer 173, ein Bulle, der sehr für den Alten noch sehr, sehr viel Fitness ausstrahlt, ein Bulle im Zuchtzügel, eine sehr gute lange Keule hat. Herzlichen Glückwunsch, Katalog Nummer 173 zum 1B-Preis. Der 1A-Bulle ist die Katalog Nummer 176 und überstrahlt für mich diese Gruppe ganz klar. Ein Bulle, der mit seiner Bemuskelung von der Schulter bis zum Becken ganz, ganz stark hervorsticht, eine enorm starke Keulenbemuskelung aufweist, super läuft, eine super Mittelhand hat, schöne Übergänge. Herzlichen Glückwunsch, Katalog Nummer 176 zum 1A-Preis. Ja, wir gratulieren Matthias Ott aus Selbers. Katalog Nummer 176 ist in seinem Besitz, der Bulle Ideal. Er wurde zum 1A-Preisträger bei den Flexi-Fleischbullen gekürt. Und wir gratulieren des Weiteren Jürgen Koch aus Pallertal für seinen Bullen Totillas, Katalog Nummer 173, der auf 1B gesetzt wurde. Ihm folgt auf 1C die Katalognummer 177, der Bulle Captain, ein Calvin-Sohn von Thomas Ernst aus Heiner. Herzlichen Glückwunsch auch an die Züchter und Vorführer. Auch die Züchter, es